Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute etwas Besonderes mit euch, denn wie ihr im Hintergrund seht, Resident Evil 3 ist rausgekommen und es fehlt mir nur mehr eine Trophy, und zwar die Minimalist-Trophy. Das heißt, ich muss das Spiel abschließen, ohne jemals in die Inventarbox zu schauen. Nachdem ich jetzt das Spiel mehrere Male durchgespielt habe, habe ich mir gedacht, ich mache heute gemeinsam mit euch einfach einen Speedrun. Was heißt das? Wir schauen so schnell wie möglich, dass wir das Ziel erreichen. Im Schnitt habe ich dafür jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde, Stunde 15, Stunde 30 gebraucht, auf den anderen Schwierigkeitsgraden. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an, auf Assistent an, und hoffen, dass wir es auch schaffen, ohne die Inventarbox zu nutzen. Das heißt auch alle möglichen Cheats, die man so freischalten kann. Es gibt ja den Ingame-Shop und so weiter. Das zeige ich euch nochmal kurz und dann gehen wir es an. So, in Resident Evil 3, wer das Spiel einmal durchgespielt hat, der bekommt die Boni. Und bei dem Bonus zählt das, die Herausforderungen abzuschließen. Da gibt es einige, die ich jetzt schon absolviert habe. Wie man sieht, das ist mit bestimmten Waffen, Anzahl von Kills erlegen oder halt einfach Errungenschaften während des Spiels zu schaffen. Und ich glaube, es sind so ziemlich wie alle, bis auf jetzt diese Hut-Up-Trophy, wo man Zombies den Hut vom Kopf schießen soll, mit auch Trophies im PlayStation-Netzwerk verbunden. Okay, und die Spezialteile. Alle anderen, die mir so hackelt haben, würde ich fast meinen, bringen einerseits relativ viel Punkte, und die Punkte braucht ihr für den Shop. Im Shop könnt ihr euch dann gegen Punkte Objekte kaufen, die ihr in eurer Kiste findet. Dazu zählt unter anderem die wichtigste in meinen Augen, die Raketenwerfer. Ich würde euch raten, wenn ihr es einmal durchgespielt habt, farmt euch ein paar Punkte zusammen und holt euch den Raketenwerfer, mit dem sind alle weiteren Runs easy peasy. Deshalb bin ich gespannt, wie wir uns jetzt schlagen. Im Minimalist Run können wir nämlich nicht mehr auf diese Kiste zugreifen. Deshalb schauen wir mal, was das bedeutet. Der Vorteil ist, wir brauchen keine unnötigen Gegenstände sammeln. Ich kriege auch jetzt schon zwei Bags, wenn ich das erste Mal bei der Kiste bin. Das heißt, ich kann mehr Gegenstände tragen. Dazu muss ich nämlich nicht die Kiste aufmachen. Und ich werde auch einfach alle Cutscenes skippen, weil die kenne ich jetzt schon auswendig. Das heißt, wir können uns voll und ganz auf das Gameplay stürzen und ich werde halt ein bisschen was kommentieren dazu, was mir bis jetzt so aufgefallen ist. Wie gesagt, der Anfang ist in der Ego-Perspektive, erinnert ein bisschen an Resident Evil 3. 3, 7. Und ist aber ganz kurz, ist scheinbar ein Neubeginn für die Resident Evil 3 Teile, das wollte ich nämlich vorher eigentlich sagen. Und dauert jetzt genau nur die Sequenz so lange, bis wir wieder ins Bad gehen. Spoiler, aber diejenigen, die sich einen Speedrun anschauen, sollten sowieso schon das Spiel entweder gespielt haben, wissen, was geht, und ansonsten werden sie eh voll gespoilert. So, Cut. Sind wir schon alle Cutscenes wissen. Ab jetzt haben wir die Kontrolle über Jill. Und was ich machen kann, ist, ich habe auch ein Kostüm für die Jill freigestalten, nämlich das Stars-Kostüm. Wir machen den Speedrun jetzt einfach im Stars-Kostüm. So, da geht's wieder raus. Jetzt läutet das Telefon. Bla bla bla. Und dann werden wir schon attackiert und die Action geht los. Und zwar werden wir instant bereits von Nemesis gejagt, der wird uns jetzt im Hintergrund verfolgen. Da sehen wir auch schon kurz. Das ist aber eine Cutscene, deshalb skippen wir sie. Schließlich haben wir ja keine Zeit, wir wollen ja einen Speedrun schaffen. So, wir rennen da raus, runter. Möglich. Flüchte. Ja, wir haben keine Waffen, wir haben hier noch gar nichts. Wir können jetzt nur weglaufen und uns ein paar Mal vom Nemesis verfreischen lassen, quasi. Und die nächste Explosion, die ist jetzt keine Cutscene. So, früher oder später kommen wir jetzt endlich unten auf die Straße. Und nochmal der Nemesis. Und nochmal weglaufen. Ja. Gegen Nemesis kämpfen, außer in den Boss-Sequenzen macht, wenn wir das wenig Sinn. Wir kriegen zwar dann die Verträge gut, ist, wenn wir das schaffen und besiegen, aber nachdem wir minimalistisch unterwegs sind, müssen wir dann auch auf die Munition schauen, die jetzt dann vielleicht doch eher rar wird. Hier drüben. Wir nehmen nur die notwendigsten Gegenstände mit. Notwendigste Erste-Hilfe-Sachen, weil wir können ja nichts storen. Ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten.
Sviakle, nur viel schlimmer. Ja. Katastrophen, sagt auch das Kino. Hier im Hintergrund die Saskia. Hey, hey, warte! Hier unten! Verdammt nochmal! Träumen wir? Können so viele Menschen infiziert sein? Ganz Raccoon City ist von Zombies infiziert und die greifen uns jetzt auch an. Aber das ist egal, weil wir gehen hier eh weiter. Also, rein in den Sicherheitsblock und ab auf der Rückseite. Auf der Rückseite bekommen wir jetzt endlich unsere Pistole und sind von fortan bemächtigt, gegen feindliche Zombies vorzugehen. Allerdings ist unsere Munition knapp, wobei wir jetzt den leichtesten Schwierigkeitsmodus ja gewählt haben, das heißt, wir kriegen auf unserer Reise hoffentlich genug Munition, um quasi uns den Kampf behaupten zu können. Irgendwo gibt es noch einmal Munition, das kommt jetzt gleich. Ja, da haben wir noch einen Überlebenden. Bleib zurück! Der möchte jetzt ja nicht näher! Los, kommen Sie! Da ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus! Genau. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier. Ach, die kann man nicht. Manche Dialoge kann man auch skippen, aber die sind hier nicht. Aber wir haben, sehen auch schon, wir haben das Sturmgewehr. Wir haben auch zwei Waffen im einfachen Modus. Haben wir übrigens auch noch welche im einfachen Modus. Im anderen Modus haben wir keine Sturmgewehrwaffen hier. Zombie, Flucht, wir müssen jetzt aufs Parkdeck in der Hoffnung, dass uns noch ein Helikopter mitnimmt. Aber ihr könnt euch schon denken, was passiert, er wird uns nicht mitnehmen. Und obviously. Mist! So. Bei einem Aufzug gibt es auch immer wieder Zombies. Und wir sind schon oben am Parkdeck. Ja, der Vorteil ist, wir können auch einfach Zombies hinter uns lassen, dodgen, um unsere Munition zu sparen und noch schneller voranzuschreiten. Und wir haben unsere nächste Begegnung mit Nemesis. Schon. Spring an, verdammt! Wir sind jetzt ungefähr bei 7 Minuten 30, um nochmal kurz jetzt so die bin Zeit ich dran, Arsch! Nachdem diese Zeit aber quasi das Intro mitgehält, das heißt, die Zeit ist gerade weniger. Das ist einer am Deck. Ja, jetzt attackiert er uns doch noch. Nächste Cutscene und wir sind finally free. Denn jetzt hat uns unser lieber Carlos gerettet in der Zwischenzeit. Der schießt jetzt kurz Nemesis über den Haufen, flieht mit uns in den U-Bahn-Schacht, um ein bisschen hier die Story zu ergänzen. Und hier ist Carlos und wir sind bei 4 Minuten 20. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Der Carlos ist nicht nur ein Unterstützer jetzt hier, sondern er ist nachher auch noch ein spielbarer Charakter und soll uns von nun an ein bisschen helfen, der armen Chick. Hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du kommst schneller, Carlos. Wir haben doch keine Zeit zu verschwenden. Ja, wie man sieht, der Herr gehört zur Umbrella Corporation. Verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Natürlich, wie Sie Chief richtig sagt, dafür verantwortlich sind, dass hier in Raccoon City die Kacke ordentlich am Dampfen ist. Kommst du mit? So, finally haben wir es geschafft. Karte. Ich werde jetzt auch immer wieder auf die Karte schauen, um festzustellen, ob wir eh alle notwendigen Sammel-Items eingesammelt haben. Das ist Munition und so weiter, werde ich mitnehmen. Granaten und so weiter lasse ich wahrscheinlich eher liegen. Heilung, sobald ich eine habe, wird mir auch reichen fürs Erste. Weil so viele Decks haben wir ja noch nicht. Wir kriegen jetzt zwar die ersten zwei Erweiterungen gleich zu Beginn. Wie gesagt, nachdem ich diese Cheats freigeschalten habe, würde ich meinen, ich muss hier keine Kiste aufmachen, also kann ich die noch immer verwenden. Aber... So, ein rotes Grad und ein grünes Grad, das würde sich jetzt zum Beispiel anbieten, dass wir da... die
beiden kombinieren. So, Schießpulver. Schießpulver. Kombinieren für Pistolenmunition. Und viel mehr, glaube ich, gibt es jetzt eh nicht. Eigentlich sollte das jetzt noch auf der Karte angezeigt werden. Aber wie ist das nicht? So. Nein, wir kriegen doch keine Bags. Die Bags würden sich in der Kiste verstecken, da ich die Kiste jetzt nicht aufmachen werde. Haben wir wohl keine Kiste. Das heißt, wir müssen mit weniger Platz auskommen. Also wir finden die anderen Bags. Ich hoffe, ich erinnere mich, wo die überall waren. Und wie gesagt, wir werden auch nur den notwendigsten Zombies killen, so wie den jetzt da uns attackiert und im Regel. Okay, fangt schon mal gut an. So, und weg hier. Ja, noch ist die Gesundheit relativ weit oben. So. Da brennt's, jetzt brauchen wir unseren Feuerlöscher. Jetzt kommen hier gleich die Zombies. Das heißt, wir gehen ein Stückchen zurück. Warten noch kurz, dass sie herkommen. Und. Fackeln gleich alle ab. Haben das Schießpulver mitgenommen und weiter geht's. Unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir den Feuerschlauch finden, um hier den Feuerwehrschlauch finden, um hier das Feuer zu löschen. Und eigentlich können wir den Safe auch aufmachen. Wenn wir noch wüssten, wie das Safe-Kombination ging. Hey. Mir aber ein, dass das Wichtigste in dem Chapter war, dass wir uns diese Steine dann finden, weil mit den Steinen kriegen wir eine Bag, um das Inventar einmal zu erweitern. So, weg mit dir. Schlauchi. Schlauch ist wie gesagt wichtig. Und weiter geht's. Schießpulver. Da haben wir den ersten Stein. Wenn wir die jetzt untersuchen, kriegen wir ein Stein-Die. So, grünes Grat brauchen wir nicht, Speicher wollen wir nicht, Kiste wollen wir nicht. Also wieder raus auf den Hof. Ich lasse mal alle schön liegen, weil wir sparen uns die Munition. So. Und ab zum Feuerlöschen. Ich muss was löschen. Jo. Zack. Feuer gelöscht. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir den Strom für die U-Bahn einschalten, damit wir eigentlich fliehen können. Und. Ist jemand hier drin? Na, für mich gibt es da
Auch nicht. So, da haben wir unseren Bolzenschneider. So, Schrotflinten nehmen wir nicht mit, die ignorieren wir. Ein bisschen verletzt, das macht aber nichts, denn sobald wir jetzt die Spannungsstation betreten, werden wir vergiftet und dann müssen wir sowieso ein Kraut zu uns nehmen und dadurch werden wir dann wieder geheilt und auch von einem parasitären Befall gereinigt. Sturmgewehr, Munition, schade, auch nicht, nachdem wir das Sturmgewehr mit dabei haben. So, da sehen wir auch schon die Station. 4 Leistungen sind deaktiviert. Riecht wie. Na, gar nicht drüber nachdenken. Grünes Kraut. Nehmen wir gleich mit. Und. Einen Dietrich. Hier ist unser Inventarplatz auch schon wieder fast voll. So, das Blöde ist, dass wir den Dietrich nämlich jetzt sehr lange brauchen werden. Das macht nichts. Wir werden vergiftet. Wir sehen uns jetzt, dass wir eine hohe Umarmung haben. Dementsprechend einmal ein grünes Kraut. Jetzt sind wir einerseits wieder gesund, kotzen aber gut. Sind aber trotzdem. Wieder fit. Das haben zwei Blinken mit einer Klappe quasi geschlagen. So, jetzt gilt es, diese Umspannwerke hier zu aktivieren. Aber. Hören Sie schon die Spiele, die oben herkommen. Okay, ich schaffe das. Brauchen aber auch noch zwei Schuss. Wieder Pistolenmunition. Spinne erledigt. Dann kommt gleich die nächste hinterher. Vielleicht solche Spinne. Komm schon! Weniger Spinnen wir töten müssen, umso lieber wäre es mir, weil natürlich jede Munition am Ende vielleicht zählt. Kurz zur Zeit, wir sind ungefähr bei 20 Minuten, da hast du weniger Toleranz im Feuer, also ungefähr 16 Minuten. So, das Umspannwerk vergieße ich auch die ganze Zeit. Das ist nämlich das vierte und letzte und das, da rennt man auch irrsinnig gern vorbei. Aber damit haben wir es erledigt. So, und auf meinem Weg raus scheiße ich jetzt gleich auf die Spinnen, um das jetzt mal so dezent zu sagen. Ich schaue einfach, dass wir wegkommen.
Schließlich müssen wir da nie wieder zurück. So. Ja, ich habe leider wenig Platz, das heißt, ich würde mir gar kein Kraut gerade mitnehmen. Okay. Jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. So. Wir brutzeln hier alles ab. Und es kann weitergehen. Carlos, hier Jill. Strom der U-Bahn. Das ist jetzt einer der Dialoge, die man skippen kann. Deshalb skippe ich ihn. Einfach nur, dass wir keine Zeit verlieren, um da weiterzulaufen. Da gibt es jetzt noch Spinte, die looten wir noch kurz, um eventuell vielleicht noch Munition zu finden, die wir brauchen. Und wir haben Pistolenmunition. Nix. Und Schießpulver. Ich habe nur leider keinen Platz, um Schießpulver mitzunehmen. Also Pech gehabt. So. Und da schreit ja schon fast nach der nächsten Begegnung mit Nemesis. Und das hätte er erst gehört, dann ist er schon. Man kann gegen ihn kämpfen, wir wollen aber Munition sparen. Und wenn man ihn an bestimmten Stellen besiegt, dann kriegt er sogar, also droppt er sogar so Waffenaufsätze. Das ist uns aber auch egal. Ich mache das mit den Zombies auch nicht platt, dass wir einfach laufen können. Und wir haben den nächsten Abschnitt geschafft. Da noch ein Schloss, das wir knacken. Und dann ein Erste-Hilfe-Spray, das brauchen wir jetzt auch nicht. So. Unser nächster Stop ist das Umspannwerk für, oder was ist das, die Schiene. Das hat uns schon gecatcht. Lauf, chill, lauf, ignoriere, ignoriere, lauf, 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 lauf. Das war jetzt super. Wenn man diesen weißes Umgebungssymbol bekommt, dann heißt das, wir haben erfolgreich gedutscht. Wir sind ausgewichen. Lang steht, man darf nicht lang stehen bleiben. Dann wird man schon wieder aktiviert. Macht aber nicht so viel, dass der andere Zombie dreht. Das ist das Gebäude. So. Schauen wir jetzt da noch kurz rein. Da gibt es zumindest die Schrotflinte. Die wollen wir jetzt gerade nicht, aber ich will den Inventarplatz freikriegen, das heißt, ich schneide die Kette einfach weg. Denn die Schrotflinte braucht auch Platz. Nein, ich wollte sie nicht nehmen. Na gut. Verkackt. Ich kann sie nicht nehmen, ich muss sie nehmen und damit habe ich einen Inventarplatz verschwendet. Ja, ich weiß, dass ich keinen Platz mehr habe. Schießpulver, Schießpulver und Granate. Schade. Das jetzt so klug war, weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir zumindest mal fix die Schrotflinte on board. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt so, jetzt müssen wir hinten okay. Die Route stellen und wie wir sehen, ist es FA02, RA03, SA02. Okay. Also FA02. Die Bahn steht in Redstone Street. Und der Zielbahnhof ist Fox Park. 03. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin super. Ja, das SA. Ich glaube, es ist erst RA und dann SA. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Nachdem alles grün wird, war es richtig. Yes! Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt. Ich weiß, dass ich super bin. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Zum Teufel! Also, ich bin nicht so gut geklappt im Dodgen. Aber so wirklich geschadet hat er mir auch nicht. So, mein Inventar ist nach wie vor voll. Mal anschießen und vorbei. Geht natürlich auch. Und wir treffen unseren neuen Freund. Das ist auch. Ah, das war nett von ihm.
Ja, zu viele Gegner verderben den Brei, wie es so schon heißt. Das ist, tut uns weh. Da ist, glaube ich, das letzte Mal, wo wir die Kette verwenden können. Damit. Doch nicht. Ich muss noch immer nicht wegwerfen. Da wäre nämlich die nächste Kiste. Schmuckkästchen. Wir müssen in die Richtung. Ja. Wenn man aus dem Float draußen ist, dann sind wir ja ein bisschen verletzt. Das macht aber nichts mehr. Trotzdem. Kleine Straße mit Gegnern ist immer schlecht. Geschickt ausgewichen und wieder neben uns ist, aber wir sind im Safe House. So, im Safe House angekommen, nutzen wir einmal unseren Crystal und kriegen dafür eine Granate, die wir eigentlich nicht brauchen. Oder eigentlich nicht wollen würden. Wir speichern das erste Mal, damit wir mal gespeichert haben. So, was gibt es denn noch Schönes? Das wollen wir nicht. Schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Das verfolgt uns Nemesis schon wieder. Die Frage ist, sind wir schnell genug, um hier das Gitter rechtzeitig zu lösen? Das sind nämlich drei Aktionen, bevor er da ist. Wenn nicht, müssen wir einmal von hinten laufen. Ausgegangen und wir sind entkommen. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Damit haben wir den ersten Stadtabschnitt mit Jill auch schon geschafft. Yay! Freude, 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 Freude. Carlos, das nach nur 28 Minuten. Carlos! Ich muss einen anderen Ausgang finden. Ja, Pistolenmunition kommt uns immer gelegen. Ja, jetzt kann ich endlich den Seitenschneider weghauen. Das Problem ist allerdings, dass wir eine Karte der Umgebung. Zwei Platz brauchen für das nächste Rätsel, aber im Zweifelsfall werfe ich einfach die Granate weg. Oder wir können die noch kombinieren, aber das bringt uns wenig. Ach, wir haben sogar einmal Heilen mit dabei. Sollten das vielleicht umsortieren. Die Waffen kriege ich jetzt nie wieder weg. So, das ist, das sind unsere Usability Slots, nenne ich sie liebevoll. Die Dietrich bleibt auch relativ lang. So. Da haben wir Sturmgewehrmunition, das könnte man fast mitnehmen. Damit haben wir 200 und schauen wir mal. Ich weiß allerdings, dass wir jetzt dann bald zwei brauchen. Das heißt, wir wechseln noch kurz die Sturmgewehr auf einen Schnellzugriff, nämlich statt der Schrotflinte. Ja, die Schrotflinte kackt uns jetzt ein bisschen rein, aber ich hoffe, wir schaffen es trotzdem. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ich
Spiel, aber früher oder später gibt es auch den Geist auf. Damit haben wir den ersten Slot frei. Und weil ich weiß, dass ich die Granate nicht brauche, werde ich die Granate. Ich hoffe, dass er stirbt. So. Denn damit haben wir jetzt Platz für das Akku-Pack. Das braucht nämlich 2 Inventar-Slots. Leider Gottes. Aber es bringt uns dafür nachher eine Bag. Und ansonsten haben wir da Schießpulver, mit dem fangen wir nichts an. Wir haben da nochmal Schießpulver. Wir haben da. Ja, aufmachen mit Dietrich, nicht verwenden den Dietrich. Sprengstoff kann ich euch die nicht weg haben. Waffen kann ich auch nicht mehr droppen. Da haben wir noch gern Gemüse. Also wie man sieht, alle Slotplätze voll. Gut. Das heißt, wir haben unser Akku-Pack, es kann weitergehen. Und wir sind ungefähr bei einer halben Stunde. Sind aber noch nicht aus der Stadt draußen. Das heißt, ich bin schon langsam aus dem letzten Mal. Denn wieder ein Riesenvieh erledigt. Ich bin aber nicht mehr so ganz gesund. Aber hier muss ich einmal das Akku-Pack los. Standhalt, Angel. Habe ich probiert, aber wenn man das Viech zu nahe kommt, kann ich halt wieder Abstand halten. So, jetzt können wir das Gitter aufmachen und uns dadurch wieder den Akku-Pack zurückholen. Und jetzt holen wir uns die eine Tasche, von der ich noch fix weiß, dass sie da liegt. Zwei Slots mehr zur Verfügung. Yay! Schießpulver, Sprengstoff, den ich den Granatwerfer jetzt auch nicht mitgenommen habe. Ich sag, wir spekulieren darauf, dass wir mit dem Sturmgewehr und mit der Pistole eigentlich ganz gut fahren. Wir probieren das mit. Jetzt habe ich das Akku-Pack nicht mitgenommen, weil ich ein Schlaubi bin. Das brauchen wir ja, damit die Story weiter vorangeht. Und
damit haben wir auch jetzt wieder mehr Platz, weil ich glaube, das war eigentlich der größte Gegenstand, den ich brauche dazwischen. Alle anderen, glaube ich, haben immer nur einen Slot in Zukunft, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Carlos. So, der Carlos ist mir jetzt gerade wurscht. Carlos hat ja nichts mitzureden, liebe Jill, wir müssen jetzt in die Freiheit. Und sobald wir darauf klettern, kommt unser nächstes Event mit Nemesis. Der hat uns nämlich überhaupt nicht lieb und attackiert uns jetzt mit einem Flammenwerfer. Wie wir jetzt gleich im Hintergrund sehen, kann es aber sogar abbrechen. Dann tun wir das auch. Er kann Waffen benutzen? So. Nachdem wir mit Nemesis den ersten Bosskampf oben starten, schaue ich hier noch kurz nach Munition, die wir wirklich brauchen. Na, zumindest denke ich mir das Grad. Nehmen wir mal mit. Und ansonsten gleich ist da nichts drinnen, was wir brauchen. Wir haben den Sprengstoff. Können wir getrost verlassen. So. Jetzt müssen wir so eine Baustelle hochklettern und dann nehmen wir sie, fängt an, dass er die jetzt abfackelt nebenbei. Der ist der einzige Zombie, der uns da gerade konzentriert. Schauen wir mal raus. Und wir hören Nemesis schon nach Stars schreien, also er trachtet uns nach dem Leben und fängt an, die ganze Bude abzufackeln. Nutzt immer noch nichts, wir sind trotzdem schneller unterwegs, bis zum nächsten Quicktime-Event. Mal Cutscene. So. Ersten Stunden gestreamt, da gibt es ein eigenes YouTube-Video dazu, wer gerne die volle Story sehen wollen würde. Heute machen wir wirklich nur den Speedrun, so schnell wie möglich, ohne die Kiste zu nutzen, ins Ziel zu kommen. Und im besten Fall schaffen wir das Ganze nach einer Stunde 15, einer Stunde 30, vielleicht sogar bis zu 2 Stunden. Schauen wir mal, wie lange es wirklich dauert. Jetzt ungefähr bei einer halben Stunde sind. Da will ich mich gar nicht so weit auf dem Fenster legen. So, wir tun einfach wieder mal speichern. Tun wir speichern, ja, es ist ein Bosskampf. So, schauen wir kurz nach. Ergebnisse. Wenn wir unter 2 Stunden 30 bleiben auf assistiert und weniger als 5 Mal speichern, kriegen wir S. Also können wir noch 3 Mal speichern. Schauen wir mal, ob wir das ausnutzen wollen oder nicht. Und wir haben unseren Nemesis frei. Oh ja, der Fackel hat gleich nichts rum. So. Wir müssen Nemesis jetzt auf den Rücken schießen, damit seine Waffe explodiert. Und hoffen, dass er uns nicht abfackelt dabei. Ganz gelingt uns das noch nicht. Fangt schon immer mehr zum Grün an. Oh, ich bin schon wieder kurz vor dem Berg. Nein, was ist da los? So. Ich habe übrigens vergessen, dass ich hier gar nicht speichern muss, weil es gibt Autosaves. Und er sucht schon verzweifelt nach Stars. Granatenmunition hilft uns aber wieder nichts. So, da gibt es ein Stromaggregat, wenn man in die Nähe kommt, können wir shoppen, das ist gestunt. Und ein paar Headshots geben. Jetzt springt er davor, der weicht ihn aus.
Jetzt gibt es da hinten noch mehr Granaten. Ich glaube, dass die Taktik da hinten mit dem Lektor zwar ganz gut ist. So, das versteckst du da. Das Kraut. Viel zu wenig haben. Wie gesagt, wir gehören zur Stars Elite Einheit. Ich werde das Inventar ein bisschen aufreinigen. Deshalb haben wir jetzt auch extra Chill in die Stars Uniform. Und Nemesis Auftrag ist offensichtlich uns ordentlich an die Wäsche zu gehen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und die erste größere Begegnung haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen. Wir sind bei 40 Minuten. Das heißt, wir werden voraussichtlich in 5 Minuten das Kapitel der Stadt beenden und sind somit Viertelstunde drüber, also ich schätze ja 1 Stunde 30 ist nach wie vor realistisch. Ich glaube aber eher, dass wir schon Richtung 2 Stunden tendieren mittlerweile mit diesem Speedrun. Einfach der Tatsache hinweg, dass wir jetzt wirklich da viel schwieriger Schaden verteilen mit unseren Standardwaffen. Und ich mir auch unsicher bin, genau bei meiner Waffenauswahl, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber schauen wir mal, wie wir mit der fahren. So, Cutscene bringt uns einen Schlüssel. Und den geht's mir eigentlich. Da gibt's noch irgendwas zum Aufsammeln. Moment. Wenn du zur Station willst, nimm am besten. So, da gibt's Sturmgewehrmunition, die hätten wir schon noch gern. Star. Und dick. Puh. Ich muss jetzt immer sehr aufpassen, wenn ich auf X drücke beim Looten, weil nicht, dass ich da auf einmal irgendwas Falsches antippe. So, in dem Moment, wo ich die Flinte upgrade, ist mein Problem, dass sie einen Slot mehr braucht. Deshalb möchte ich das auch ungern tun. 50, 100 Schlüssel und Backup. Schaut ja mal ganz okay aus. So. Den Schlüssel können wir weghauen und damit haben wir wieder ein bisschen Platz. Die nerven auch extrem. Die Klubschiss. Da ist nämlich einiges an Munition und tun auch noch weh. So. Baller ich jetzt einmal mit der Schrotflinte weg. Zack, weg mit dem Dreck. Schauen wir noch kurz oben, was da zum Looten gibt. Ja, mit Granaten fange ich nichts an, das brauche ich auch nicht. Also, offensichtlich nichts für uns in dem Run. Weg. Da gibt's nirgends was zum Sammeln. Jetzt kommt die nächste Attacke von Nemesis und schießt dann mit einem Raketenwerfer hinterher. Noch immer volle Gesundheit. Auch wenn es manchmal nicht so wirkt, so wie die Chiller vor sich hin humpelt. Ich muss aber sagen, es hat auch schon einiges einstecken müssen.
Jill, noch da? Kein grünes Kraut für mich. Jetzt kommt meine Hassszene. Da bin ich am Anfang aufgestorben. Weil. Jetzt kommt nämlich einfach dieser Kopf runter. Und jagt uns. Wenn man nicht gleich diesen Move drauf hat, den unteren Move einfach mit zurück und Kreis, zack, dann braucht man viel zu lange da zum Umdrehen der Kamera, bis man weglaufen kann. Und dann überrollt einen die Kugel beinhart. So, dann kommt gleich ein Nemesis. Dann laufen wir offensichtlich schnell genug davon. Und da vorne steht auch schon Carlos und rettet uns. Na fast. Drei Viertel habe ich geschätzt, da sind wir bei 40. Also haben wir gar nicht so viel länger braucht als erwartet. Und wir sind quasi schon am Flüchten mit dem Carlos, Zug. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist ja, komm, einiges du mutiger als Love. Ich. Carlos, lauf. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. So, es gibt halt Sequenzen, die können wir nicht überspringen, die dauern halt einfach wie lange. Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Cool. Wir steigen in die U-Bahn, wir verunglücken in der U-Bahn, weil uns Nemesis wieder angreift. Und parallel erforscht Chris eine alte, bekannte Location aus dem zweiten Teil. Nämlich das Polizeirevier. Wer den zweiten Teil des Remakes gemacht hat, hat festgestellt, dass man hier das ein oder andere Geheimversteck finden kann. Und wir dürfen jetzt als Carlos in Chris' Fußstapfen, beziehungsweise eigentlich vor Fußstapfen treten. Ganz sicher. Denn Chris war noch gar nicht da. Erwin Friedhof. Auch unser Carlos hat eine Maschinenpistole und ein Gewehr. Und ballert. Komm doch her! Den lieben Brad, der immer dazu kommt. Dafür gibt es eine ID-Karte, die brauchen wir auch noch. Für das ein oder andere Goodie. Das könnte nützlich sein. Zum Beispiel hier unten. Na, doch nicht da unten. Da gibt's. Da hatte jemand keine Zeit, die anzuziehen. Gut, da haben wir Sammelobjekte. Da gibt's da unten doch nichts. Also rein ins Gebäude. Und wie gesagt, der ein oder andere hat vielleicht schon ein Déjà-vu aus dem zweiten Teil von Resident Evil, spätestens jetzt. Wo ist der Kopf hin? Sollte einem das ein oder andere bekannt nicht, vorkommen. Mir egal. Erledigen wir den Job. Das Startgebild, wo wir auch mit Chris spielen. Hier gibt es das Schlüsselrätsel, hier noch verdeckt. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Sturmgewehrmunition für uns. Grünes Grad, schließlich hat der Carlos noch gar nichts. Handgranate ignorieren wir jetzt wieder mal. So. Carlos, beweg deinen Arsch hierher! Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste diese Geheimnisse. Diese Sequenz können wir leider nicht überspringen. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, so. Sei vorsichtig! Ja, du auch, Mann. Sesam, öffne dich. Hier können wir auch die ID-Karte verwenden.
Und noch mehr Munition. Ich mag Munition. Vor allem für das Sturmgewehr. Und die ersten Zombies. Was zur Hölle war das denn? Das war kein Zombie. Okay, geht wieder los. Schwierigkeitsmodus springt hier ein Luca durch. Jetzt haben wir es nur mit einem Standard-Zombie zu tun. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut. Auch diese Türschlösser können wir jetzt nicht öffnen, aber wir wissen genau, was mit ihnen auf sich hat. Warum er allerdings ein Polizeirevier mit diesen Schlüsseln ausstattet. Ich habe keinen Plan. Und wie so oft ist irgendwann einmal hinter einem einer Zombie. Und alle Zombies. Den Gar ausgemacht. So. Mist. Da ist unsere nächste Aufgabe, dass wir den Schlüssel finden. Das ist das richtige Stockwerk für das Stars-Büro, aber das bringt uns noch nichts, denn hierfür müssen wir eine. So. Der will uns später segieren, deshalb erledigen wir ihn auch jetzt gleich. Hier gibt es einen Schlüssel. Das gerade haben wir schon. Und ich glaube, hier stand gerade unten ein weiterer CAP oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Dann war es nicht das. Schade. So, den haben wir ordentlich eingeheizt. Also wieder nach unten. Zack, dafür gibt es hier zwei Schüsse und down. Da gibt es die Tür. Da, und 104 mit der Batterie. Sechs können wir noch aufmachen. Nee. Ja, damit habe ich fast gerettet, dass dieser Zombie uns nicht genervt wird. So, 106. Zombie Munition. Schlüssel ist somit hinfällig, weg damit. Ach, Warnung ist noch 109, das ist eine Granate, ich interessiere uns nicht. Da haben wir nochmal ein grünes Ding hier, dann können wir eines einfach mal bis so fressen.
und DCM wäre das Ganze für oben gewesen. Schauen wir mal kurz rauf und holen uns oben das DCM. Oh, das war falsch. Wir haben uns zwar geheilt, aber es hat nicht viel gebracht. Dann schauen wir da nochmal nach. Das war ein Safe Spot im letzten Teil und auch hier ist jetzt eine Safe Spot Einrichtung. Und wir kriegen hier. Was bist du? Nur Kamera zum Quatschen. Kein Item. Ach, da gibt's einen Spind. So, Sturmgewehrmunition und. Rotes Grat. So, sonst gibt es da nichts drinnen, also gehen wir wieder. Dann ist ein Zombie im Weg. Zwei Schüsse ist auch der nicht mehr im Weg. Aber wir merken auch schon, unsere Munition wird ein bisschen knapp. Aber das macht nichts, hoffe ich. So, DCM haben wir uns gerade gemerkt. Schauen wir noch, was es um für Munition gibt mit DCM. Oder ob es überhaupt Munition gibt. Und das zweite grüne Grad kann man nicht inhalieren. Dann geht es wieder gut. DCM. Naja, nochmal Sturmgewehrmunition. Das wollen wir haben. So, wir kommen. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. C. A. P. Eine Blendgranate, die brauchen wir wieder wie Bauchweh. Hey. Grünes Grad brauchen wir auch gerade nicht. Das ist alles eine Blendgranate. Geh. Warum tut's denn das? Das will doch keiner. So, kombinieren. Fertig ist der Fernzünder. Bestätigen. Und weil ich weiß, dass da viele Zombies kommen, muss ich gleich mal eine Flashgranate sperren. Und einmal. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. So, ne, der ist Bock. Ah, und da kommt noch ein Deck. Zombies. Aber wir haben einen schönen Weg freigeschossen. Hey, da kommt noch einer nach. Hat die andere PS. Zack, weg mit dir. So, gibt es da noch was in dem Raum? Da hinten gibt es noch Heilung. Spind. Erste Hilfe Spray. Sturmgewehr. Naja, Spray brauchen wir es nicht, wenn wir voll gesundet haben. Das Arschloch, Alter. Und schon wieder nächste Lücke. So, da verstecken wir uns lieber gleich. Im Stars Büro. Das wird etwas super. Dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches so, findest. Blendgraneten brauchen wir nicht. Da gibt es nochmal eine Box. Da können wir nochmal die Karte benutzen. Dann nochmal Sturmgewehrmunition. Super. Damit ist die Karte vermutlich auch hinfällig. Weil, was sollen wir da jetzt noch aktivieren? Aber schauen wir mal. So, das google ich dann noch rum, was wir mitnehmen wollen. Ein Erste-Hilfe-Spray, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber von mir aus, die Kiste, die ignorieren wir mal schön. Ja, ein rotes Grat. Und Papier. Gut, in diesem Sinne haben wir auch
das Polizeioffice hinter uns gebracht mit einer Stunde. Ja. Tendenz aktuell 1 Stunde 30, 1 Stunde 45. Könnte sich vielleicht ausgehen. Mal schauen. Vorausgesetzt, uns geht die Munition nicht aus auf unserem Kampf. Hab etwa nur ich überlebt. Und vorausgesetzt, ich drück nicht irgendwann unübersichtlich auf diese blöde Kiste, was ich hoffe, dass ich es nicht tun werde. Carlos, so, bitte komm! Ende. Wir haben noch ein volles Heilpaket, da brauchen wir alle nicht. Da gibt es jetzt doch nachträglich den Granatenwerfer. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen sollte oder nicht. Ich glaube, ich riskiere einfach einen Speicherslot an dieser Stelle. Und lasse ihn mal da, aber für den Fall, dass wir es doch brauchen, können wir von jetzt an einer Stunde Spielzeit quasi ersparen. Wir haben ja doch schon so weit gekommen. So, da gibt es einige Zombies. Die ignorieren wir. Ich kann ihn jetzt leider nicht ignorieren. Gibt dich auch nicht. Oh, fuck. Too many Zombies. Man sieht schon ziemlich viel, dass dieses Ausweichen zählt schon selten, wenn man es richtig macht. Und damit sind wir auf der Oberfläche und können uns noch mit Leben. Items ausstatten, bevor wir den nächsten Kampf gegen Nemesis starten. Das heißt, wir nehmen es doch grünes Grat mit. Was da sonst so umkugelt. Da unten geht noch was auf der Parkbank, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. So, irgendwo muss da noch was sein. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Zumindest noch einmal. Und damit haben wir alles gefunden, weil das Gebiet ist grün. Naja, bringt das jetzt nicht so viel, aber hoffentlich genug, dass wir Nemesis nochmal besiegen können. Ja, gegen den müssen wir uns dann gleich das nächste Kampf starten. Willkommen in der Arena. Komm schon! Das war es gar nicht so schlecht. Jetzt wären wir doch gut bekannt gewesen, wenn wir den Granatwerfer mitnehmen. Munition brauchen wir eigentlich brauchen. Da gehen wir ziemlich viel. Na gut, dann tun wir das mit der Schrotflinte umballern, wenn wir schon haben. Satz mit nichts, das war nichts. So. Jetzt gehen wir noch eins sammeln. Da unten gibt es noch Bullets. Pistolenmunition. So. Und der
das gerade. Rotes Grad und kombiniert. So, jetzt trinken wir ein grünes. Aber dann war es auch schon wieder mit den Pickups da, hätte ich gesagt. Also, Bosskämpfe sind definitiv ohne Raketenwerfer langwieriger. Was nicht heißt, dass es nicht genau beschreiben werden. Ja, das war jetzt kein guter Dodge. Gelände. Carlos, bist du noch da? Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Dann nochmal. So, die ganze Granatenmunition nimmt das übrigens nicht. Heilen müssen wir es auch nicht. Schrotflinte haben wir jetzt auch dabei, wozu auch immer. Pistolenmunition haben wir auch nachgespickt. Sie also können getrost das Lemmer 4 verlassen, sind bei ungefähr einer Stunde und haben auch den nächsten Kampf mit Nemesis geschafft. Das heißt, unser nächster Abschnitt, nachdem jetzt Jill wieder infiziert wird und wir ein Antiserum dafür besorgen müssen, bedeutet, dass wir wieder die Rolle von Carlos übernehmen und mit Carlos jetzt mal ganz schnell ein Spital untersuchen. Du wirst schon wieder. Versprochen. So, in diesem Spital versteckt sich nämlich einer der Doktoren, von dem wir glauben, dass der mit Umbrella etwas zu tun hat. Ich habe keine Zeit dafür! Hey, das sind so viele. Ich verstehe das, dass er keine Zeit dafür hat. Bin ich voll dafür. Ich habe meine Uhr viele gehabt. Like your like. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Weg mit euch. Zu der Crowd brauchen wir nicht, aber die ID können wir wegwerfen. Ja, damit wir aber zum Professor vordringen können, werden wir gleich feststellen, brauchen wir eine Kassette, die wir mit diesem Objekt hier, mit dem Kassettenrekorder kombinieren müssen, weil sonst lassen wir uns nicht rein. Und diese zu finden ist natürlich nicht so einfach, wie wir uns das natürlich vorstellen. Hey, hey, da sind auch wieder einige Zombies. Die wir jetzt mal ignorieren und dann rauflaufen und den Zombie ignorieren. Und jetzt müssen wir noch kurz aufs Dach, weil wir da oben auch noch nichts weiter machen können. Und wir haben den ersten Abschnitt geschafft. So, als erstes brauchen wir einen Schlüssel. Diesen Schlüssel kriegen wir, wenn wir in den Hof springen. Denn irgendeiner der netten Schwestern hat den Schlüssel einfach fürs Schwesternzimmer in den Hof geworfen. Finden wir es nicht so nett. Aber immerhin liegt er noch da. Diese Treppen kennen wir schon. Der Zombie, der da runtergeflogen ist, kennen wir auch schon. So, nur unser Kollege am Balkon ist jetzt, glaube ich, aufgewacht. Richtig, aber auch den ignorieren wir mal kurz. Soll ich irgendwas am Balkon machen? So, wir wollen ins Schwesternzimmer. Und jetzt sind wir schon, dass der erste große gemeines Viech rumrennt. Da gibt es den Plan, nachdem ich nicht weiß, wo das Schwesternzimmer auswendig ist. Vielleicht die Umkleidekabine, das ist gar nicht das Schwesternzimmer, wo wir hin müssen. Was bist du, eine Akte? Pistolenmunition, also Munition nehmen wir gerne. So, dann das Belegschaftszimmer, in das wollen wir eigentlich in den
ins Belegschaftszimmer. Hinten kommen wir jetzt nur rein mit gültigem Schlüssel. Da gibt es nochmal Akte, Akte. Pflegebuch. Munition. So, 1:10. Schlüssel genutzt und noch ein bisschen looten hier. Ja, die Bankgranate mag ich eh nicht haben. Gibt's aus dir nichts. So, da kommt das Kollege entgegen. Da ist der D-Karte. Die können wir nicht mitnehmen, aber nachdem wir den Schlüssel eh nicht mehr brauchen, können wir den Schlüssel wegwerfen und uns dafür die ID-Karte mitnehmen. So, jetzt sind wir quasi umgezogen, jetzt dürfen wir ins Schwesternzimmer, weil wir ja umgezogen sind. Und einmal einen neuen Zombie stellen. Da. So, ich glaube, dass das was Komisches war. Ich glaube, das war irgendwie 9:15 oder 9:14. Nein, 9:13. Auch nicht auswendig merkt, ihr könnt das nachschauen, aber wir wollen jetzt eigentlich spielen. Somit machen wir das nicht. Schauen lieber, ob wir es wirklich auch so bestreiten können, wie ich es jetzt wirklich spiele. Wir müssen es ja irgendwie schaffen. Hauptsache ich mache niemals diese eine Kiste auf. Dann ist alles gut. Brauchen wir gar nicht, gesundheitstechnisch sind wir auch noch live dabei. Aber jetzt dürfen wir gleich wieder gegen den Großen kämpfen. Jawohl. Das war der erste Streich. Alles klar. Der macht uns das Leben gerade ein bisschen schwer, weil er noch zum Schießen gemacht hat. Aber auch nicht so scharf, obwohl er so erwischt hat, haben wir nicht wirklich viel an Gesundheit verloren. Was auch nett ist, da gibt es wieder Sturmgewehrmunition. Und da haben wir eine Kassette. Die Kassette können wir mit dem Kassettenrekorder kombinieren. Und damit kommen wir weiter. Supi! So. Ja, die Eule ist wieder aufgestanden. Du bist jetzt irgendwie eine Pistolenkugel wert. Und. Na, da hinten ist jetzt eigentlich auch schnell. Sollte jetzt nicht da jetzt irgendwo leichter rausgehen, dann ist leichter raus. Haben wir schon abgekürzt. So, wir müssen runter und kürzen jetzt einfach mal direkt den Weg ab. Da haben wir noch einen taktischen Griff. Na bitte, den nutzen wir gleich. Hier unsere Pistole, aber viel mehr als 2 Slots kann ich eh nicht verbrauchen. Da hätten wir noch ein Grat brauchen wir gar nicht. So,
gestartet. Die hinteren Trommels brechen dann einfach durch. Jetzt haben wir die Starter verwenden. Und nachdem wir noch mal kurz farmen wollen, ob da irgendwo Munition ist. In dem Fall Blendgranaten. Handgranate. Ich glaube fast, dass wir Handgranaten vielleicht jetzt doch einpacken sollten. Für den Kampf nachher. Hilft nichts, schaut nichts. Ja, spätestens jetzt kann man da eine verwenden. Dann haben wir da nochmal Munition. Und da hinten ist das Sturmgewehr. Habe ich übersehen? Jawohl, Sturmgewehr. Super, da haben wir viel nachgeladen. Blendgranate wollen wir nicht, grünes Grat wollen wir auch nicht. So. Ja, blöd. Eigentlich hätte ich gleich auch so rumrennen können. Und weiter geht's. Wir sind kurz vorm Ende des Krankenhausabschnitts. Wissen, warum die Dokumente überhaupt in ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ja. Ich bin Nathaniel Bart, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du Bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Passt. So, jetzt können wir wieder nicht überspringen. Bart. Tyrell, Bart ist tot. Wurde erschossen. Ja, der arme Doktor ist tot. Wurde erschossen, ob er sich selber erschossen hat oder die Umbrella hier dahinter steckt, wissen wir nicht. Da gibt es Munition. Eine gefährliche E-Mail. Aber er verrät uns immerhin, dass er in seinem Aktenschrank gleich dahinter ein Antivirus hat. Obwohl das witzigerweise natürlich dann, obwohl ihn wer erschossen hat, keiner mitgenommen hat. So. Weg, dafür kriegen wir da Impfstoff. Okay, Jill, haltet durch. So, jetzt können wir da noch einstreifen. Nochmal eine grüne Pflanze. Gut. Wollen wir eigentlich auch nicht. Sonst munitionstechnisch schauen wir eigentlich gerade ganz gut aus. Sturmgewehrmunition kann man nicht wenig haben, Pistolenmunition kann man auch nicht wenig haben. Denn jetzt müssen wir uns gleich einen großen Angriff von Zombies stellen. Und wir werden auch noch gerade von einem verfolgt, den ich nicht kämpfen möchte. Das ist ein Nein, fuck. Schnell entkommen. Wir sind nur ein bisschen angeschlagen. Das macht aber nichts, wie wir gesehen haben. Es befinden eigentlich 100.000 grüne Kräuter. So, zurück in der Lobby. Können wir da noch was einheimsen? Ich glaube nicht, erst nachdem wir viel geheilt haben und den Angriff starten. So, chillt sich eins weg und wir müssen. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Da haben wir schon einen Erste-Hilfe-Spray, bitte. Dann nutzen wir nur das und nehmen wir noch das andere. Damit sind wir voll geheilt. Ansonsten kugelt da nichts rum, mit dem wir uns voll eindecken könnten. Also, auf ins Gefecht. Bald sind wir da. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Und müssen jetzt jede Menge Zombies tun. Schießen einfach nicht drauf. Immer wenn ich mir denke, ich bin eh nicht so schlecht, kommt wieder irgendein Zombie, der mal beweist, dass ich doch nicht gut ziehen kann.
aber noch geht's. Wichtig ist immer, dass man alle vier Eingänge in dem Fall jetzt gerade nicht aus den Augen verlieren. Und wenn die Zombies dürfen, die Barrikade dann nicht weg machen. Sprich, kaputt machen. Aber bis jetzt schaut das sehr gut aus, würde ich sagen. Ein Zombie fällt nach dem anderen. Das schaut schon sehr, sehr, sehr gut aus. Jetzt ist das nicht was. Finde den Schalter, der muss irgendwo sein. Der Vorteil ist, dass diese Zombies nicht wieder auferstehen, verschwinden immer in so einem Abwaffen. Das ist das Blut, was der zueinander spritzt die ganze Zeit. Ah, aber da ist endlich eine Gürteltasche. Die erste für uns. So. Müssen wir warten, dass die Rollo runtergeht. Denn damit sollten wir eigentlich theoretisch in Sicherheit sein. Außer es kommt noch ein Zombie, der mit uns lutschen möchte. Dass ich keine Munition mehr gefunden habe. Dann gibt es noch Blendgranaten, Handgranaten, Zünder, erster Hilfespray. So, Zeit für eine Handgranate gleich. Da waren wir nämlich gerade viele Gegner gleichzeitig. Das schaut doch gut aus. So, jetzt kommt auch noch ein riesen Ansturm von Zombies. Deshalb ist es besser, dass wir warten haben. Schon dabei. Zündeli. Okay. Dann ist Sprengstoff. Und jetzt müssen wir nochmal 30 Sekunden durchhalten. Alles! Sie kommen durch die Tür! Gute Chance, da ein bisschen Granaten zu verteilen. Ich muss mir jetzt nur Zeit durchschlagen. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1. Jawohl. Explodiert und Jill ist in Sicherheit. We are awesome.
Alles okay? Nicht wirklich. Damit haben wir auch den letzten Abschnitt von Carlos überstanden. Wir sind einer Stunde 20, 25, je nachdem wie wir unsere Zeitrechnung gerade bewerten, und sind eigentlich schon im Endspurt. Denn Jill wacht aus dem Koma auf. Wir kriegen hier Munition, wir kriegen hier, das Problem ist, ich kann die alten, ich würde die ja gerne ablegen und dafür eine neue nehmen, aber es bringt mir halt nichts. Das kostet mich nur Inventarplatz und das will ich nicht. Gut, wir haben zumindest munitionstechnisch aufgestockt. Wir haben noch immer viel Leben. Okay, und ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Ich hab den Kontakt zu Carlos verloren. Warte also eine Kiste. Mit Schießpulver. Schießpulver ist immer gut, weil Schießpulver kann man nicht mit Schießpulver, gibt Pistolenmunition. So. Was haben wir da? Ich nehme an, das ist alles leer gelöret. Alles weggelootet hier. Ah, hier gibt es nochmal eine Kiste. Ja, grünes Grad haben wir schon lange nicht gehabt, aber wir sind bei bester Gesundheit. Und ein Zombie, der uns den Weg. Wir könnten jetzt theoretisch auch noch als Chill das Spital erkunden, in Kurzform und einfach die Schlösser knacken. Aber das wollen wir gar nicht, weil wir wollen jetzt möglichst schnell ans Ziel. Wir sind eh schon bei einer Stunde 20 Spielzeit, einer Stunde 30 Streamzeit ungefähr. Und sind dabei eigentlich noch gut dabei. Und werden jetzt erkunden, was unter dem Krankenhaus liegt. Da hat nämlich unsere Umbrella Corporation ein ganz geheimes Labor eingerichtet. Wer hätte das gedacht? Diese bösen, bösen Umbrella. Und dazu müssen wir erst einmal in den tiefen Untergrund fahren. So, liebe Freunde. Wie gesagt, 1,20, ne? Das könnte. Schauen wir mal, ob sich die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten ausgeht. Ich kann euch beruhigen, es fehlt nicht mehr viel, also ich bin sehr gespannt, wie sich der Einspur tut. Es sind eigentlich noch zwei größere Rätsel, wenn man das als Rätsel bezeichnen möchte. Denn ich finde, dieses ganze Spiel bisher, ich weiß nicht, wie es euch geht, Resident Evil 2 hatte viel mehr Rätselelemente, das Remake, und war halt quasi nur in der Polizeistation. Jetzt der Dreier zieht uns quer durch die ganze Landschaft durch Raccoon City. Dementsprechend offensichtlich wenig Option hier großflächig sinnvolle Rätsel einzubauen. Zumindest laut, wenn man den Herstellern jetzt quasi hier folgt. Ja, ich kriege noch eine Schlüsseltasche, also ich kann noch mehr mitnehmen. Und Gürteltasche, also die Schlüsseltasche. Ja, aber es ist sehr, sehr actionlastig. Und spielt sich halt spielerisch dann eigentlich mehr so wie der 6er Teil, würde ich fast sagen. Der 7er war halt in der Ego-Perspektive, war eine Mischung aus Rätseln und Schießen. Aber der 6er war schon so wie der eigentlich nur Schuten, 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 bisschen Sachen sammeln, bisschen Sachen kombinieren. Du glaubst, es ist vorbei? Aber in erster Linie eigentlich nur Schießen. Super Zombie. Frist. Nämlich, ich habe es nicht mitzählt, waren 6 Schüsse. Wir müssen jetzt neue Sicherungen finden für den Aufzug. Dazu brauche ich 3 Inventarslots, die ich gerade zufällig habe. Das trifft sich ja gut. Auch dafür gibt es eine Trophy, wenn man die innerhalb von 5 Minuten findet. Und weg, du Hunde. Komm her, du Götter.
nerviger Hund. Dafür gibt's Pistolenmunition. Und gesundheitstechnisch schauen wir auch noch gut aus. Aber da gibt's einen zweiten auch noch. Und dass die so schnell sind, dass ich sie eher mit dem Messer erwische. Also. Zack. Weg mit dem Hund. Leider. John Wick wäre sicher böse auf mich. Es tut mir leid. Das war nicht mit Absicht, das war ein Zombie-Hund. Ich hoffe, die sind außerhalb von deinem Regiment. Der Vorteil wäre, du hättest wahrscheinlich deinen Hund noch, wenn es ein Zombie-Hund wäre. So. Nicht runterfahren, sondern da müssen wir jetzt das zweite hochfahren. Eine Leiter nach unten. Und jetzt schauen wir mal, da kommen jetzt sicher einige Zombies. Die Frage ist, ob wir uns mit denen auseinandersetzen. Sicherung ist schnell geschnappt und wir sind auch schon wieder auf der Flucht. Zufällig war ein großer. Das war knapp, aber wir sind weg. Solange wir weg sind, ist alles gut. Wir können hinter mir machen, was wollen. I don't care. So, nur ein Inventarplatz geht mir ab. Wir haben nicht so viel Minuten Munition aufgesammelt, dass wir jetzt schon fast keinen Platz mehr haben. Naja, so, was haben wir denn? 22 Schuss Pistole. Ah, schauen wir, dass wir die Pistole aufbauen. Spätestens jetzt sollten wir auch die Errungenschaft haben für die Hüte, weil da ist wieder ein Zombie mit Hut. So, Flintenmunition haben wir eh gerade eingesteckt. Da. Drei Schuss haben wir noch mit der Pistole. Die können wir zur Not auch herschenken, wenn ich dafür eine Sicherung kriege. Aber ich glaube fast, dass vielleicht so ein Zombie kommt. Den wir kurz über einen Haufen ballern. Schießpulver bringt mir gerade gar nichts. Ah, da ist sogar ein großer. Da brauchen wir sogar unsere Maschinenpistole. Nein! Unser erster Tod! Na gut. Der war gemein. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr auf Spielzeit spielt, dann beendet jetzt an dieser Stelle und ladet fortsetzen den letzten Speicherstand, weil ansonsten zählt das Spiel einfach vom letzten Checkpoint weiter bis zur Stelle, wo ihr gestorben seid, und zählt das zur Gesamtspielzeit dazu. Was wiederum heißt, natürlich, es verfälscht das Gesamtergebnis an effektiver Spielzeit. Schauen wir mal, wann der letzte Safe war. Okay, wir müssen wohl noch einmal anfangen, die drei Sicherungen zu sammeln. Na gut, wir merken uns, wir brauchen relativ früh die Maschinenpistole gegen den letzten. Weil ich sage, alleine die letzten 5 Minuten quasi spielen wir jetzt noch einmal. Ich würde jetzt sonst dazu zählen, und eigentlich würde ich die nicht dazu zählen, weil nur weil ich so dumm bin und sterbe, könnte man ja trotzdem meinen, dass das nicht in einem Run war. So. Wir können einfach das Video nach an der Stelle cutten und so tun, als wäre es nie passiert. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das wäre unfair für gegenüber dem Real Life. Oh, da oben waren noch zwei Kisten. Da gibt es noch Munition.
Das können wohl großzügiger sein mit der Pistolenmunition. Und kriegt dafür Pistolenmunition. Ein guter Tausch. Ein sehr guter Tausch. So, wie meine Hunde ist. Hallo. Zack, erwischt. Jetzt haben wir die Hunde auch mit der Pistole erwischt. Wie gesagt, John Wick, sie sind nach wie vor Zombies. I don't do anything against normal dogs, just these dogs. Evil. Nervig schon, wenn wir die ganze Passage noch einmal spielen müssen. Ja, was soll man machen? Bei der letzten Sicherung gestorben. Das tut weh. Ein bisschen. Es kratzt am Ego. Man merkt aber wieder, dass Shield halt einfach viel weniger einstecken kann als der Carlos, weil der hat sich ja vorher länger mit dem Viech gekämpft. Wir werden jetzt eher den Rückzug antreten und das Viech vielleicht von oben abschießen. Und uns dann unsere wohlverdiente letzte Sicherung holen. So, auch hier graben wir geschwind die Sicherung. Und sind dahin. Wir müssen nur schnell vor dem Viech aufklappen, sonst frisst uns das nämlich auch mit einem Absender auf. Auf der Leitung erwischt uns das hoffentlich nicht. Leiter. So. Jetzt können wir wieder ein paar Zombies über den Haufen ballern, damit die Pistolenmunition weniger wird. Max verletzt auf C3. Schrotflintenmunition. Und auf ein neues. Jetzt wissen wir ja schon, dass er kommt. Jetzt probieren wir gar nicht die Pistolenmunition, sondern begrüßen ihn gleich. Richtig. So easy, okay, weil er ein bisschen hektisch durch die Gegend springt. Aber wir haben ihn geschafft. Sind jetzt bei 1 Stunde 25 effektiver Spielzeit. Runterspringen, machen die nächsten Zombies. Ich hoffe, die können wir auch wieder geschickt bypassen, weil wir einfach durchlaufen. Geht nämlich nicht. So, setz die Sicherung hinein. Zack. 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 In den Aufzug. Und weg. Tschüss mit dir. Ciao mit da. Schaut ganz gut aus auf der Pistolenfront. Shotgun haben wir jetzt auch einige, obwohl ich es gar nicht so zwingend notwendig gefunden habe. Mist!
Naja. Abgehauen. Was hat er hier drin gemacht? Geflüchtet. Zack. Hier lang. So, und damit kommen wir zum letzten Abschnitt. Naja, Viertelstunde. Wie gesagt, könnte sich. Ich glaube nicht, ich hoffe, wir schaffen es in der nächsten Viertelstunde. Das 1,5 Stunden war ja die angestrebte Zeit, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben jetzt nicht ganz geschafft, aber man muss auch sagen, es ist doch etwas schwieriger, als ich mir am Anfang gedacht habe. Obwohl wir auf leicht spielen, also. Aber ohne der Kiste gescheit zu taktieren, ja, was man aufnimmt. Sicher, du willst nicht und ohne zu wissen, wo die Bags sind, also. Wir hätten ja uns auch, wer die Bags einsammelt, hat sicher leichtere Chancen. Erledigen wir das. Oder bessere Chancen auf jeden Fall. Als wir da jetzt mit unserem Ungestammele. Wir sind nämlich jetzt im finalen Forschungseinrichtungstrakt von Umbrella. Wir werden jetzt noch uns ordentlich eindecken mit Munition. Kriegen hier noch einmal die Chance auf den Granatenwerfer. Diese Chance werden wir natürlich nachher noch mal speichernd nutzen. Falls wir da noch genug Slots haben. Wir haben also gerade aktuell nicht einmal Munition dafür. Denn uns steht ja noch ein Kampf gegen Nemesis bevor. Spoiler. Wer hätte das gedacht? Aber... So, da gibt es jetzt einen USB-Stick, mit dem kommen wir unten rein. Vorher müssen wir erst das Antivirus herstellen, denn wenn wir das herstellen, dann erlaubt uns der Oberschurke in diesem Spiel eigentlich, dass wir fliehen. Beziehungsweise unterstützt er uns. Ansonsten plant nämlich gerade Umbrella die ganze Stadt einfach mit einem Nuklearschlag dem Erdboden gleichzumachen und dadurch sämtliche Biomasse, das heißt Zombies wie auch uns vereint, zu exekutieren, damit es keinen Nachweis gibt, was genau jetzt hier in Raccoon City vorgefallen ist. Das ist ein sehr böser Plan, wenn ihr uns fragt. Und das wollen wir natürlich nicht, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht jetzt Matsch werden. Sperre aufgehoben. Dementsprechend gilt es herauszufinden, wie wir vielleicht das ganze Szenario doch noch aufhalten können. So, und dazu gibt es jetzt hier einmal den Virusstamm 1. So, wir brauchen auch nicht mehr unseren Dietrich, das finde ich schön, dadurch wird auch wieder Platz frei. Ein Zombie. Der zwischen uns und Schießpulver oder Pistolenmunition, die nehme ich gerne, steht. Ach, die geht noch hin, Alter. Die ignorieren mich komplett. Zack. Gut. So, da haben wir wieder. Der frisst ziemlich viel Schuss. Wenn die normalen Fallen mit 2 Schuss um, dann kommen wir noch mehr. Ich will eigentlich runter. Ja, du hast eh nichts für mich, dann stehst du auf. So, ein normaler Schießpulver, vielleicht finden wir jetzt noch ein zweiter Schießpulver, wir wissen, was vorher ein Schießpulver war. Da gibt es noch eine Kiste. Ich bin jetzt nicht so flott unterwegs, wie ich sein könnte, weil ich noch mich ein bisschen Munition eindecken wollen würde. Für den Fall, dass wir es vielleicht doch noch im Endkampf gegen Nemesis brauchen. Das muss die Stromversorgung sein. Damit lässt sich auch diese Tür öffnen. Und ein Zombie will unbedingt mit uns Schwäder schmusen. Ich finde das eigentlich sehr interessant, dass diese Zombies immer so annähernd freundlich sind und immer gleich mit einem schmusen wollen, ohne dass sie da irgendwie vorher drängt sagen oder sonst was. Ich dachte, ich will umbrauchen. Aber nicht.
Hey, ich meine, ihr könnt uns auch vorher einfach mal ins Kino einladen oder so. Ich habe gehört, es gibt 7 Teile von Resident Evil, also genug Filmmaterial wäre quasi da. Aber nein, sie wollen immer gleich nur das eine. Und das ist unser Gehirn. Aber ja, man steht halt auf Frauenköpfchen, ne? So, hier kommen einige Zombies raus. Oh, jetzt wieder super Zombies. Hey. Ich hab keine Granaten mit. Ne? Hat auch so geklappt, mit einem Einmaltreffer. Jetzt machen wir Sprengstoff. Eigentlich wollen wir nur hier das Reagenzglas mit Flüssigkeiten. Das können wir jetzt kombinieren. Und haben damit unseren Rohimpfstoff. Vielleicht bei der Impfstoffherstellung. Ich will doch noch eine Kiste schieben. Sprengstoff. Man will uns unbedingt raten, dass wir Nemesis mit Sprengstoff gegenüberstehen. Ich bin trotzdem noch so ein bisschen neugierig, ob wir es ohne schaffen. Das ist jetzt die Challenge. Wenn wir schon länger brauchen, dann wenigstens mit Stil. Und mit Sturmgewehr. So. Nur auf die Zeit schauen. 1:35. Okay, wir schaffen 3/4. Ich bin gespannt, ob wir 3/4 schaffen. Kann ich nicht nachladen und wir haben eh gerade unnötig noch ein grünes Gedöns mit uns aufgenommen. So, schauen wir da noch kurz. Du bleibst am Boden, stay down, stay down, stay down. Ja, das hat nicht genutzt. Ja, schade. Ja, die Schießpulver, die schleif ich. Bam. Der bringt uns noch um, weil ich mich gerade so blöd fühle. Nur wegen dem Schießpulver. Aber dafür können wir jetzt wirklich getrost das gescheite, gesunde zu uns nehmen. Gut, wir sind eh oben. So, was gibt's da jetzt noch? Schieß, Popo in der Schießbude, haben wir gar nicht. Legen Sie zum Rohstoff. Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer.
Mithailo, kann man sich auch merken, ist auch immer das gleiche. Und Impfstoff hergestellt. Und es wäre natürlich kein würdiger Abschluss, müssten wir uns noch einmal, nicht noch einmal, gegen Nemesis behaupten. Der uns hier gerade attackiert. Wie gesagt, wir haben keine Zeit für Cutscenes, wir müssen pushen, pushen, pushen. Für einen Speedrun. Und haben hier noch einmal die Chance, uns einzudecken. Schießpulver, erste Hilfe bei hochwertig schießen. Ja, hochwertig klingt gut, weil ich glaube hochwertig und normal ergibt Turmgewehr oder gibt Flintenmunition, ne? Flintenmunition. Heilen. Ja, wir haben auch die letzte Chance vertan für den Granatenwerfer, bin ich gerade drauf gekommen, weil wir nicht gespeichert haben. Aber das macht nichts, wir sind jetzt hier im letzten Outlook. Speichern noch einmal. Und haben damit unseren vierten Save, 5 dürfen wir haben für einen S-Rank und unter 2 Stunden. Und ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, das schafft er. Und jetzt nur noch da Nemesis quasi killen müssen. Was in Gottes Namen ist das hier? Bevorzugt mit der Sturmgewehrwaffe. Schauen wir sich das an, ha? Spaglück. Nicht so viel gekostet wie gedacht. Und immer fleißig mit Fresse. Ja, schön. Ich schaffe das mit Dodgen, wenn ich den Zerte rüber. Ich bin jetzt erst mich wundern, wenn man keine Warnung hat. So. Bist du das? Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Kampfes. Und ich nehme es jetzt immer wieder hinter Säulen versteckt. Hier haben wir eine Flinte, Pistole, Erste Hilfe, Munition. Alles, was wir brauchen. Pass auf! Du hast Gesellschaft! Und es kommen jetzt auch immer wieder Zombies. Ich glaube, das schaut ganz gut aus bisher. Jetzt kommen wieder die Zombies. Nummer 5! Ich mach das! Das wollte ich zwar nicht treffen, aber auch gut! So, Zeit für eine Heilung. Ich
mit dem Ausweichen muss ich sagen, klappt leider Gottes nicht so häufig, wie ich mir das heimlich vorstelle. Aber ich glaube, wir haben eine Runde vor uns und dann ist der ganze Nemesis. Wir sind auch mehr gekommen! Den Zeitlichen gesegnet. Ich schaff's wirklich jedes Mal, dass ich nicht ausweichen kann. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist eine Aufregung. Yeah. Jawohl! Defeated! Oder auch nicht. Zu früh gefallen. Das kommt davon, nur nicht zu früh fallen. Da kommen noch mehr! Nummer 6! Ah, 6 da. Aber jetzt war es. Na gut. Die eine extra Runde wollte er noch unbedingt einlegen. Damit haben wir ihn vorerst kurz erledigt. Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Und wir jagen unserem Oberbösewicht nach. Hier gibt es noch einmal Schießpulver. Einmal Erste-Hilfe-Spray. Und eigentlich dürfen wir sogar noch einmal speichern gleich. Was ich jetzt auch mache. Denn jetzt kommt mein eigentlicher Hass-Endkampf. Wir sind bei 1 Stunde 45. Denn wer gedacht hat, dass das das letzte Mal war, dass wir was von Nemesis sehen, der hat nicht mit der nächsten Mutationsstufe gerechnet, die wir jetzt gerade gesehen haben. Doch, der große Vorteil ist, wir kriegen Unterstützung. Das gefällt mir schon besser. Denn das ist deine Waffe! Damit kriegt Nemesis ordentlich mal eins auf den Latz und wir müssen jetzt geschwind die Reaktoren deaktivieren, also wieder aktivieren. Der Vorteil ist, wir sind meistens jetzt schnell genug, dass wir das einfach so machen, ohne dass wir jetzt großartig die Pusteln abschießen. Das machen wir ziemlich einfach so, einfach aus Speedrun-Gründen. Vielleicht sollten wir doch lieber ein paar davon erwischen. Tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Dann nehmen wir es nach vorne und wir haben Zeit, die zu aktivieren. Oder er fliegt genau ins Dorf. Eine haben wir schon aktiviert, jetzt kommt die zweite und im besten Fall geht die dritte auch noch aus, bevor er aufschlägt. Dann können wir zum zweiten Schlag. Noch eine Stromquelle aktivieren. Jawohl, aufgeladen. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Nochmal unser cooler Elektro-Gun. Und gib ihm. Das zweite Mal. Wieder. Und dem noch nicht genug, um einen Zombie richtig ins Zeitliche zu ziehen. Gibt's noch einmal. Komm schon! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Und wie das aussieht, seht ihr auch in der finalen Version, wenn es nicht um Geschwindigkeit geht. So, wir sind somit quasi am Ende. Es kommt jetzt eigentlich nicht mehr viel außer Cutscenes und Cutscenes. Wir sind bei circa 1 Stunde 45, also nicht einmal so schlecht. Das müsste ich eigentlich ausgehen für S-Rank, wie auch für die Trophy, weil wir jetzt kein einziges Mal die Kiste aufgemacht haben. Das heißt, auch Platin ist uns heilig. Wir haben euch gezeigt, wie ihr Resident Evil auf einfach mit normalen Goodies relativ schnell durchspielen könnt, nämlich in nicht einmal 1 Stunde 45. Der finale Timescore wird noch am Schluss angezeigt. Und
Ja, das war's eigentlich zu Resident Evil 3. Es ist leider kein langes Spiel, es hat wenig Rätselpassagen. Aber es ist ein cooler, muss schon sagen, Action-Shooter für zwischendurch. Das heißt, Fans machen sicher nicht viel verkehrt. Es gibt auch noch den Multiplayer-Modus Resistance, der auch ganz nett ist. Ja, hier muss man noch kurz abschießen und damit kommt auch schon der Abspann. Der ist auch dabei. Wie gesagt, ob man 60 Euro dafür zahlen muss, muss einem am Schluss im Nachhinein jeder selbst zu überlegen und wert sein. Für uns war es somit vorerst. Wir haben damit die Minimalist Trophy erhalten und jetzt kommt auch gleich oben in der Ecke unsere Platin Trophy. Jawohl, da ist sie auch schon. Wir haben, wie gesagt, S-Rang, weil wir einmal gestorben sind. Das zählt aber nicht, wenn man quasi den Speicherstand wieder lädt. Also das ist natürlich jetzt geschummelt. Allerdings haben wir weniger als oder insgesamt nur 5 Mal gespeichert und haben weniger als 2 Stunden gebraucht. Ich glaube, somit ein würdiger Abschluss. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Speedruns sehen wollt, lasst das einfach unten in den Kommentaren da. Dann liefern wir dazu auch noch einiges nach. Ansonsten war es mir wie immer eine Freude, euch hier kurz zumindest 1,5 Stunden oder 1 Stunde 45, wie der Timescore angezeigt hat, zu unterhalten. Wir hören und sehen uns sicherlich wieder mal auf Twitch, auf Facebook. Wir sind auf allen Medienkanälen vertreten. Schreibt uns einfach, lasst uns ein Follow da. Schaut zu, wenn wir euch was bieten auf YouTube oder auf Twitch. Bis dahin immer schön laut bleiben und viel Spaß.